Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu meiner, ich würde mal sagen, Wochenendroutine. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das Video nennen werde, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie so ein ganz entspannter Tag bei mir aussieht am Wochenende, wenn ich halt nicht ganz so viel zu tun habe. Und natürlich das Erste, was ich da mache, wenn ich aufstehe, ist zu frühstücken. Und mein Frühstück sieht am Wochenende in der Regel ganz genauso aus wie normalerweise auch. Also ich esse einfach irgendwelche Cornflakes zusammengemischt und ja, das passiert mir irgendwie ständig. Also ich habe mir jetzt einfach so zwei Sorten, die ich zu Hause hatte, zusammengemischt und das Ganze mit Milch gegessen. Und was ich gerade am Wochenende total gerne mache, wenn man so ein bisschen mehr Zeit hat, ist mein Frühstück nicht am Esstisch zu essen, so ganz schnell, sondern ich lege mich total gerne mit meinem PC auf die Couch und schaue dabei irgendwelche YouTube-Videos und trinke meinen Tee und esse meine Cornflakes und meistens liege ich so eine Stunde, vielleicht sogar länger auf der Couch und esse mein Frühstück. Und dann stehe ich noch nicht auf, sondern ich mache mir total gerne am Wochenende die Nägel, weil man da halt ein bisschen mehr Zeit dazu hat. Und in der Woche geht das häufig mal unter. Und weil man am Wochenende auch mehr Zeit hat, kommt man vielleicht auf etwas komische Ideen, so wie ich das hier gemacht habe. Ich habe mir nämlich, ja, die Wimpern gefärbt. Das war überflüssig, um ehrlich zu sein, aber sehr viele von euch haben halt gefragt, wie das so gelaufen ist und ich habe es für euch abgedreht. Also man hat sich erst so eine flüssige Lösung auf die Wimpern draufgetan und dann ein Gel, das sich dann schwarz gefärbt hat, als es in Kontakt mit den Wimpern kam. Und ja, das hat mein Freund gemacht, weil alleine ist es, glaube ich, sehr viel schwieriger, das zu machen. Ah, es brennt! Oh Gott! Oh Gott! Dann wasch es aus! Es hat in den Augen gebrannt, wenn es reingekommen ist. Es war eine Riesensauerei. Zieht euch auf jeden Fall einen alten Pulli oder so an. Und alles in allem, bei meinen Wimpern hat es nicht so viel gebracht. Ich denke, wenn ihr vielleicht sehr helle Wimpern habt, wird es vielleicht ein bisschen was bringen, aber ich lasse es in Zukunft sein. An solchen Tagen versuche ich, meine Haut und meine Haare so ein bisschen in Ruhe zu lassen und ihnen ein bisschen eine Pause zu gönnen. Also selbst wenn sie so aussehen, als hätte ich gerade in die Steckdose gefasst. Ich mache nicht viel mit ihnen und ja, lasse sie einfach so ein bisschen in Ruhe. Und mein Outfit, falls man das überhaupt so nennen kann, ist halt einfach Hauptsache bequem. Also ich habe jetzt irgend so einen weiten, warmen Pulli angezogen und eine ganz gemütliche Jogginghose. Und dann habe ich mich so ein bisschen für den Tag fertig gemacht. Aber wenn ihr noch eine ganze Morgenroutine sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann drehe ich die auch sehr, sehr gerne für euch ab. Also ich habe einfach mein Gesicht ein bisschen gewaschen und meine Zähne geputzt. Halt das, was man so morgens immer macht. Und als ich später nach oben gegangen bin, habe ich das hier festgestellt. Mein Kleiderschrank ist mal wieder explodiert. Das passiert irgendwie immer wieder. Deswegen räume ich am Wochenende auch häufiger mal ein bisschen auf. Und als ich damit fertig war, habe ich mich so ein kleines bisschen geschminkt. Also ich schminke mich häufig gar nicht am Wochenende. Also zumindest, wenn ich nicht irgendwie wohin gehe. Und wenn, dann halt nur so ein bisschen leicht. Also ich habe jetzt hier eine BB-Creme aufgetragen, Puder, ein bisschen Mascara. Und außerdem ein Lippenbalsam und das hat dann auch für den Tag gereicht. Außerdem gehe ich samstags auch ganz gerne mal so einkaufen, also einfach Lebensmittel für die Woche kaufen. Und ich lasse mir total gerne Zeit dafür und ich genieße das richtig. Ich liebe es einfach, mich irgendwie mit Lebensmitteln zu beschäftigen und so und neue Sachen auszuprobieren und auszusuchen. Und bestenfalls versuche ich dann aus den Sachen, die ich gekauft habe, irgendwie was zum Mittag oder zu Abendessen zu kochen. Ich esse total gerne irgendwie immer so abends warm und ich schaue mir da immer so Rezepte im Internet an. Dann nehme ich die meistens her und ich halte mich irgendwie nie so ganz an Rezepte, sondern improvisiere dann so ein bisschen und nehme die praktisch nur so als Inspiration. Ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt hier einfach so ziemlich alles an Gemüse genommen, was ich so im Kühlschrank finden konnte. Habe das einfach ein bisschen angebraten und so. Und keine Sorge, das Ganze war nicht so wahnsinnig gesund, wie es gerade aussieht. Also ich habe danach noch einen ganzen Becher saure Sahne reingeknallt und außerdem auch ein bisschen Creme Fraiche. Das Ganze habe ich dann gut gewürzt und das war sozusagen meine Beilage so zum Abendessen, weil ich dazu halt einfach nur so ganz normales Brot mit Butter und so gegessen habe. Und das war wirklich sehr lecker und vielleicht nicht das Gesündeste, aber bestimmt auch nicht das Ungesündeste.
Und wenn ich dann nicht irgendwas Wichtigeres zu tun habe, dann liebe ich es am Wochenende noch neue Filme zu schauen oder neue Serien. Das macht mir einfach so riesigen Spaß und so lasse ich dann einfach so den Abend ausklingen, trinke noch ein bisschen Tee dazu und das war dann so meine Gammelroutine, kann man das eigentlich nennen. Ich hoffe sehr, ihr hattet Spaß dran, macht es gut und ciao! Beschützt vor Verfärbungen, guck nicht. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Riecht komisch. Hast du's? Ja, sei froh, dass es nicht funktioniert, außer auf dem Pad. Lass mich das mal in die Kamera halten, das ist ja ekelig. Glibber. Ich glaube, ich gehe zu weit. Ja, absolut kein Unterschied. Was? Ernsthaft? Gar nicht? Nein, das sieht aus wie vorher und ein Unterschied zwischen den Augen ist auch nicht da. Ja, mach nochmal die Augen zu. Kein Unterschied. Geh weg, du hast keine Ahnung.